Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas von bestens.de und heute möchte ich dir die Philips HR731000 Küchenmaschine Daily Collection vorstellen. Ich möchte alle technischen Details im Video aufzeigen und dir das Produkt in seiner Anwendung präsentieren. Ich hoffe, ich kann dich bei deiner Kaufentscheidung hierbei motivieren. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Küchenmaschinenmodelle der Philips Daily Collection sind genau die richtigen, wenn es um Einsteiger geht. Sie haben zwar nur einen minimalen Funktionsumfang und eine schlichte Bedienung, aber sind für Personen, die eine derartige Küchenhilfe erst einmal ausprobieren möchten, optimal. Die beste Küchenmaschine der Daily Collection ist die Modellvariante, wie im Video zu sehen, HR731000 mit einer Leistung von 650 Watt. Mit diesem Einsteigermodell kann man nicht nur Sahne schlagen, Teige für Brot und Kuchen kneten, sondern man kann auch Smoothies und sogar Suppen zubereiten. Mithilfe der im Lieferumfang befindlichen Einsätze ist auch das Raspeln von Gemüse und Obst möglich. Da dieses Daily Collection Modell nur über zwei Geschwindigkeitsstufen und über eine 1,5 Liter fassende Schüssel verfügt, eignet es sich eher für kleine Haushalte. Die Geschwindigkeitsstufe 1 ist ideal, wenn man Eiweiß zu Eis, Schnee und Sahne zu Sahnesteif schlagen möchte, aber auch Brotteig und Pastete lassen sich mit der Stufe 1 wunderbar zubereiten. Die Geschwindigkeitsstufe 2 ist für das Zerkleinern, Reiben, Raspeln und Schneiden von Gemüse und Obst sowie für die Zubereitung von Suppen, Smoothies und Shakes optimal. Die Maße liegen hier bei 34,5 x 25,5 x 27,5 cm. Wir haben ein maximales Gewicht von 2,3 kg. Du bekommst das Produkt in der Farbe Weiß, hast eine Leistung von 650 Watt, ein Fassungsvermögen von 2,1 Liter, zwei Geschwindigkeitsstufen und eine automatische Abschaltung haben wir leider bei diesem Produkt nicht. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Du bekommst zwei Geschwindigkeitsstufen plus eine Impulsfunktion, eine Power-Chop-Technologie, Schneidemesser mit Knethaken, kein Spritzen aus der Schüssel und eine einfache Reinigung. Die Nachteile liegen hier bei der Motorleistung von nur 650 Watt und du bekommst keine automatische Abschaltung. Mit einer Leistung von 650 Watt und nur zwei Geschwindigkeitsstufen sind diese Küchenmaschinen zwar nicht ganz so leistungsstark wie die meisten anderen Modelle, aber für einen kleinen Haushalt durchaus ausreichend. Die Küchenmaschine wird dir mit einer 2,1 Liter fassenden Schüssel geliefert, auch erhältst du zahlreiche Zubehörteile. Mit einem Gewicht von gerade mal 2,3 Kilogramm zählt diese Küchenmaschine zu den Leichtgewichten. Das ist insoweit vorteilhaft, da du die Küchenmaschine nach Gebrauch ganz einfach in den Küchenschrank verstauen kannst. Für einen stabilen Stand während des Betriebs sorgen die Anti-Rutsch-Füße, mit welchen die Philips Küchenmaschine ausgestattet ist. Einer der wichtigsten Funktionen der Küchenmaschine ist die eigens von Philips entwickelte Power-Chop-Technologie. Klingenform und Schneidewinkel wurden optimal aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Schneideergebnisse zu erreichen. Sowohl harte als auch weiche Lebensmittel werden bestmöglich zerkleinert. Die Bedienung der Küchenmaschine ist simpel. Wähle einfach eines der mitgelieferten Werkzeuge und befestige sie im Inneren der Rührschüssel an. Nun musst du eine der zwei Arbeitsstufen auswählen und der Schneide- oder Mixvorgang kann beginnen. Für besonders hartnäckiges Material steht dir eine Turbofunktion zur Verfügung. Ist dein Essen fertig, kannst du die Werkzeuge ganz einfach zur Reinigung in die Spülmaschine geben. Auffällig bei dieser Küchenmaschine ist die extra große Einfüllöffnung, dank welcher du Obst und Gemüse vorher nur grob zerkleinern musst und das Ganze dann einfügen kannst. Wir kommen zum Ende vom Video. Du bekommst hier ein Küchengerät, das hochqualitativ verarbeitet ist. Die Philips-Marke steht natürlich für Qualität und dementsprechend fühlt sich das Ganze auch gut an. Das Küchengerät sieht gut aus. Die Funktionen sind überschaubar, sehr simpel bzw. schlicht gehalten.
Der 650 Watt Motor könnte ein bisschen stärker sein, aber in der Anwendung hatten wir keine Probleme, das Gemüse zu zerkleinern. Wir persönlich können dir dieses Küchengerät hier an dieser Stelle wirklich weiterempfehlen. Solltest du weitere Fragen haben, dann schreib doch einfach in den Kommentarbereich deine Frage herein. Ich versuche dir alle Fragen zu diesem Küchengerät zu beantworten. Sollte dich das Video auch motiviert haben, dir dieses Küchengerät anzueignen, dann schau doch mal in die Videobeschreibung rein. Dort haben wir den besten aktuellen Preis zu diesem Produkt verlinkt. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit, würde mich wie gesagt über einen Kommentar, ein Abo oder auch Like freuen. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Dein Lukas von bestens.de.